Einen schönen guten Abend nochmal zum heutigen Chart-Webinar von Ayondo und Feingold Research am 18. Oktober 2016. Das ist unser Thema heute. Chart-Alarm dieser Aktien senden Kauf- und Verkaufssignale. Das Thema hatte ich zumindest mal vor 4 Wochen auf die Agenda genommen, in der Hoffnung, dass wir jetzt schon beziehungsweise seit Anfang Oktober in einer schönen Jahresendrallye laufen und einige Werte eben dann auch wirklich interessante Charts tatsächlich zu bieten haben. Es haben alle mitbekommen, der DAX dümpelt so richtig lustlos vor sich hin, scheint schon im Winterschlaf zu sein, bricht nicht wirklich aus seiner Schiebezone raus und das ist das große Problem. Die Indizes selbst zeigen keinen klaren Trend, guten Seitwärtstrend, aber mehr auch nicht. Einzelne Aktien, ja, da ist der Trend schon ein bisschen klarer, aber auch nicht wirklich ausgebildet. Auch hier sieht man jetzt schon, dass doch Vorsicht dominiert. Und wenn wir uns mal hier den Kursverlauf vom DAX zu Gemüte führen, da sieht man, naja, also was haben wir heute erreicht? Immerhin ein Zuwachs von 1,2% oder 130 Punkte knapp auf 10.640 sind wir jetzt in der nachbörslich schon gestiegen. Aber man muss jetzt kein großer Charttechniker sein, um zu erkennen, da ist noch nicht wirklich jetzt eine Entscheidung gefallen. Wir sind hier jetzt wieder in der Verkaufszone angekommen, an der wir aber schon seit Anfang August mehrfach gescheitert sind. Die beginnt so ungefähr bei 10.630, geht hoch bis 10.800 und man sieht es deutlich, dass wir hier Mitte August öfters dran abgeprallt sind, dann mal Mitte September und jetzt hier seit Anfang Oktober, ich möchte es gar nicht nachzählen, wie oft der DAX hier in dieser Region schon gescheitert ist. Wir haben jetzt so ein bisschen vielleicht die Tendenz, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen. Es gibt so ein paar Signale, da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, die möglicherweise einen Ausbruch darauf hindeuten, ganz abgesehen davon, dass ja auch die Statistik positiv ist. Wir haben eigentlich ein niedriges Zinsumfeld, wir haben einen schwachen Euro, wir haben stabilisierende Ölpreise im Bereich der 50-Dollar-Marke hier Barrel, wir haben noch reichlich Liquidität durch die Notenbanken, wir haben auch noch Anlagenotstand, die Rekorddividenden im DAX, das sind eigentlich alles Argumente, die für einen Ausbruch sprechen würden, aber es gibt auch gute Argumente dagegen. Immer wieder aufkeimende Gerüchte, wann erhöht die Fed in den USA die Zinsen, kommt es dann im Dezember oder vielleicht schon früher, was macht die EZB, da gab es ja zuletzt Gerüchte um eine Drosselung der monatlichen Anleiheaufkäufe von 80 Milliarden Dollar, das wäre dann so etwas wie ein doppelter Liquiditätsentzug durch die Notenbanken und das wäre natürlich gerade vor dem Hintergrund der Rallye seit 2009, die ja maßgeblich durch die billige Notenbankpolitik getrieben war. Ein Gift natürlich für die Börsen. Wir haben noch ein Verfassungsreferendum in Italien. Wir haben wieder Sorgen um einen möglichen Hard Brexit. Das heißt also, dass jetzt die Verhandlungen mit Großbritannien zügig durchgeführt werden, koste es, was es wolle. Wir haben noch so ein bisschen das Risiko, was passiert, Hillary Clinton oder Donald Trump, wer setzt sich durch? Wir haben das, das haben wir zuletzt eben wieder verstärkt auf dem Schirm gehabt, das Wirtschaftswachstum in China. Da gibt es morgen früh um 3 Uhr, glaube ich, die Zahlen zum dritten Quartal. Prognosen sehen einen Anstieg des BIP von 6,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wir haben allerdings auch in der vergangenen Woche extrem schwache Import- und Exportzahlen aus China gesehen. Und China bleibt ein sehr wichtiger Spieler, wenn man sich da dann noch anschaut, wie es um die Banken bestellt ist, beziehungsweise die Verschuldungsproblematik. Da ist eine neue Subprime-Krise am Brodeln. Das ist auch alles bekannt, kann auch jederzeit zusammenbrechen, dieses Kartenhaus. Das sind alles so Argumente, die natürlich gegen einen Ausbruch beim DAX und bei den internationalen Aktienmärkten sprechen. Und daran seht ihr das schon, es gibt sehr viele Argumente für einen schönen Jahresausklang. Es gibt aber auch gute Argumente dagegen und das ist das Ergebnis letztlich. Wir pendeln hier in einer Seitwärtsrange, aber die wird auch nicht unendlich lange anhalten, denn irgendwann ist jede Seitwärtsrange zu Ende und bevor ich jetzt noch mehr erzähle, werde ich mal kurz hier noch die Kurzumfrage aufstarten. Damit, wo seht ihr den DAX in der kommenden Woche? Wie immer für alle, die neu dabei sind, ist natürlich eine anonyme Umfrage. Es wird auch nicht aufgezeichnet, wer hier recht hat und wer nicht recht hatte. Es geht sich einfach darum, das Bauchgefühl abzufragen. Also was denkt ihr, wird der DAX in der nächsten Woche höher notieren oder wird er tiefer notieren? Einfach da den entsprechenden Button einmal klicken
Und ja, in der vergangenen Woche war es ja soweit alles richtig gewesen. 60% waren von steigenden Kursen ausgegangen. Der DAX im Wochenvergleich rund 70 Punkte zugelegt. Das heißt also hier, die Sentimentumfrage hat das richtige Ergebnis geliefert. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, 80% haben abgestimmt. Ich schließe die Umfrage jetzt. Das ist mal ein richtiges Statement, würde ich sagen. Es freut mich. Nämlich, ihr habt euch endlich nicht mehr abgesprochen da draußen. Es gibt keine 50% mehr oder sowas oder 45%, sondern tada, 69% sagen, der DAX steht nächste Woche höher. 31% sagen, der DAX steht tiefer. Also ein ganz klares Bekenntnis in Richtung steigende Kurse werden hier erwartet. Viele könnten vielleicht jetzt schon in Richtung steigende Kurse auch positioniert sein. Viele werden sicherlich auch abwarten noch, bis wirklich ein klares Signal vorliegt. Viele sind so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich sage mal so, die Grundstimmung ist zumindest mal verhalten optimistisch. Das wollen wir mal festhalten. Und wenn wir auf die andere Seite des Atlantiks schauen, und die ist ja letztlich auch maßgeblich für den DAX, dann sehen wir hier bei den Profis, kennt ihr ja inzwischen schon, der nordamerikanischen Fondsmanager-Umfrage, das ist das Ergebnis hier oben, diese blaue Linie. Da kommt gerade eine gute Frage rein, ob ich als FC-Fan meine Abneigung gegenüber dem BVB mal kurz abstreifen könnte und den Kursverlauf der BVB-Aktie analysieren kann. Also ich bin FC-Fan, FC Köln-Fan, hat sich inzwischen sicherlich rumgesprochen mit Leib und Seele seit vielen Jahren. Der zweite Lieblingsverein ist der BVB und es gibt ja auch die enge Fanfreundschaft zwischen dem FC Köln und dem BVB. Ich werde es mir mal mit auf die Agenda nehmen. BVB, ich weiß nicht, ob ich die Aktie schon charttechnisch vorbereitet habe, aber ansonsten gucke ich da gerne mal drauf, falls wir heute noch Zeit hatten. So, aber jetzt mal zurück nochmal zum Sentiment und der Frage, wie sieht es hier im Augenblick aus? Also die nordamerikanischen Fondsmanager, das ist hier die blaue Linie, sieht man deutlich, werden weiter optimistisch, sind im Augenblick bei 86 Punkten angekommen, liegen also schon über dem Durchschnitt der vergangenen Quartale. Ist noch keine Euphorie, aber zumindest die Profis rechnen jetzt auch mit weiter steigenden Kursen, sind entsprechend also auch positioniert. Finde ich ganz interessant, sieht sehr gut aus. Die Privatanleger sind weiterhin extrem pessimistisch, muss man schon fast sagen. Also im Vergleich vor allen Dingen zu den Fondsmanagern sieht man hier 25% nur bullisch. 38% ist der langfristige Durchschnitt. Nochmal ein Rückgang gegenüber der Vorwoche haben wir hier von gut 3 Punkten. Das neutrale Lager hat auch abgegeben. Bärisch hat sogar um knapp 6 Prozentpunkte zugenommen. 30 ist der langfristige Durchschnitt. 34% zählen sich im Augenblick bärisch. Das heißt also, auch hier die US-Anleger sind negativ eingestimmt, erwarten eher fallende Kurse und das ist natürlich auch wiederum positiv für den Markt, sollte er ausbrechen. Werden hier sehr viele dann in den Markt reingezwungen, um eben auch nicht in Performance-Rückstand zu geraten. Also, insgesamt ist das Bild konstruktiv. Die Power-Fonds-Manager sind noch nicht bullisch oder sind noch nicht euphorisch. Damit besteht noch Potenzial nach oben. Die Kleinanleger sind bärisch ausgerichtet. Auch das ist eher positiv zu sehen. Vor allen Dingen dann, wenn es eben zu einem positiven, zu einem Kaufsignal kommen sollte. Dann wird sich ganz klar dieses Lager hier der neutralen und der bärischen Anleger sehr schnell leeren und in Richtung bullisch wandern. Und das dürfte dann nochmal einen richtigen Schub an den Aktienmärkten auslösen. Ähnlich ist auch hier unten übrigens, das ist neu, das Sentiment in Frage der Börse Frankfurt, in Gelb dargestellt, das Sentiment der institutionellen Anleger, in Blau der Privatanleger. Auch hier so ein bisschen der Trend, ich versuche das gerade mal etwas zu verschieben. So. Die Privatanleger sind auch hier jetzt deutlich optimistischer langsam ausgeprägt. So, jetzt sieht man es deutlicher. Die Profis sind noch etwas zurückhaltender, aber auch hier haben wir noch keine richtige Euphorie vorliegen. Also von beiden Seiten her, sowohl die Privatanleger als auch die institutionellen Anleger im Augenblick, gibt es da noch genügend Potenzial für weiter steigende Kurse. Das gilt vor allen Dingen für die US-Indizes und man weiß es ja, wenn US-Indizes jetzt wirklich auch mal ein Stärkesignal senden sollten, dann wäre das auch entsprechend positiv natürlich für die europäischen Indizes. Gucken wir uns aber gleich noch im Detail etwas genauer an. Was hat den DAX zuletzt ebenfalls noch so ein bisschen ausgebremst? War natürlich auch der Faktor gewesen, dass die
Zinsen angestiegen sind. Ich hole hier mal den Bund-Future rein, zu dem hatte ich auch immer wieder Fragen. Zinsanstieg haben wir gesehen. Wir haben auch einen Anstieg der Inflationsrate gesehen, also der Kernrate kam übrigens heute auch rein. Die US-Inflationsdaten 2,3% sind jetzt schon auf das Jahr hochgerechnet in den Kernbereich. Das bringt natürlich dann verschiedene Neubewertungen unter Umständen auch mit sich. Wenn wir jetzt mal uns hier den Bund-Future anschauen, der hat so ein bisschen auch so eine Berg- und Talfahrt hinter sich, handelt ebenfalls in einer Trading Range, unterstützt auf der Unterseite bei 162, 163 Punkten. Auf der Oberseite sind es die 166 Punkte. Und ich möchte hier nochmal auf die Verknüpfung vor allen Dingen darauf hinweisen zwischen den Anleihemärkten, also der Renditenentwicklung und vor allen Dingen verschiedenen Aktien, die eben sehr sensibel auf ein sich veränderndes Zinsumfeld reagieren. Da habe ich mal hier zwei rausgesucht. Das ist zunächst einmal die Vonovia. Dieser Verlauf und hier unten die Deutsche Bank. Und das funktioniert vor allen Dingen in den vergangenen Wochen. Ich würde schon fast sagen, sehr gut. Wir haben hier einen steigenden Bund-Future gesehen. Der Bund-Future ist ja letztlich nichts anderes als ein Terminkontrakt auf eine fiktive Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland. Laufzeit 10 Jahre, Coupon von 6% per anno. So, wenn der Bund-Future hier steigt, also von 163 auf 166, bedeutet das, Renditen gehen nach unten, und fällt der Bund-Future, wie hier in den vergangenen knapp zweieinhalb Wochen, dann bedeutet das, dass die Zinsen steigen. Das haben wir ja auch gesehen, die 10-jährigen US-Anleihen sind deutlich gestiegen, die 10-jährigen deutschen Anleihen sind wieder in den positiven Bereich gesprungen, 30-jährige Schweizer Anleihen sind auch wieder positiv. So, und das führt natürlich dazu, steigende Zinsen ist natürlich ein negatives Umfeld, gerade für so Immobilienunternehmen. Ja, der ganze Immobiliensektor ist ja stark zinssensitiv. Wenn da die Zinsen steigen sollten, dann gibt es weniger Häuslebauer, etwas zu stark zusammengefasst, aber so ist ja der Zusammenhang letztlich. Deshalb leiden dann Immobilienaktien, natürlich auch Goldminenaktien, alles so Unternehmen, die sehr stark eben von den Zinsen abhängig sind, die eine hohe Verschuldung aufweisen. Und deshalb auch hier die Verluste der Vonovia, und das sieht man auch bei anderen Immobilienaktien, eine Deutsche Wohnen, eine LEG-Immobilien, auch die standen in den vergangenen zwei, drei Wochen deutlich unter Druck, weil einfach die Zinsen angestiegen sind. So, ein Profiteur von steigenden Zinsen, das sind natürlich Unternehmen, sage ich mal in Anführungszeichen, aus der Finanzbranche, also Banken und Versicherungsunternehmen. Das haben wir ja hier gesehen, eine Münchner Rück, eine Allianz, hier beispielhaft aufgeführt, eine Deutsche Bank. Ein schöner Anstieg hier, genau ungefähr mit dem Top beim Bund-Future hier oben. Da hat die Deutsche Bank das Tief ausgebildet, seitdem steigender Trend. Und hier bei der Vonovia hatten wir einen Zwischenhoch gehabt, auch hier mit dem Top, seitdem ging es runter. Also hier Zusammenhang ist im Augenblick sehr schön zu erkennen auch. Und den sollte man im Blick behalten. Also nicht so die Zinsseite und die Anleihenmärkte immer links liegen lassen, sondern eben auch so ein bisschen die Verknüpfung führen, welche Branchen profitieren von steigenden Zinsen. Also hier die Finanzbranche natürlich, welche leiden darunter, also zum Beispiel die Minenunternehmen, die Immobilienunternehmen, aber natürlich auch Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen, weil natürlich dann die Attraktivität der Dividende geschmälert wird, wenn ich wiederum mehr Geld an den Anleihemärkten bekomme. Also da immer mal so ein bisschen drauf achten, und das wird auch noch ein wichtiges Thema vor allen Dingen bleiben für die kommenden Wochen. Denn, ich hatte es ja schon angedeutet, die Inflationsrate steigt allmählich. Das sieht man sowohl in den USA, aber auch sehr, sehr deutlich inzwischen dann in Europa. Und das wird man noch wesentlich deutlicher sehen. Wir haben im Augenblick ja eine Euro-Inflationsrate von 0,42%. Das ist die im September gewesen. Und da stellt man jetzt mal, dass die pro Monat um rund 0,1% steigt. Dann sind wir jetzt im Oktober bei 0,37%. November bei 0,62, im Dezember so ungefähr bei 0,7%. Richtig spannend wird es dann aber vor allen Dingen ab dem Jahreswechsel, so im Januar und Februar. Dann könnte es nämlich passieren, dass die Inflationsrate kräftig ansteigt. Schätzungen zufolge im Januar auf ungefähr 2,3%, im Februar auch auf rund 2,3%. Und erst im April, März, April wird sich der Effekt langsam wieder beruhigen, das heißt, die Inflationsrate kommt dann wieder zurück in den Bereich um 1 bis 1,5%, bleibt aber deutlich über der 1%-Marke den Schätzungen zufolge.
Und das würde dann natürlich auch die EZB zum Handeln zwingen. Das heißt also, wir hätten dann eine anziehende Teuerungsrate und damit wäre dann auch ein wesentliches Argument nicht mehr vorhanden, weshalb man zum Beispiel so eine ultra lockere Geldpolitik mit den monatlichen Anlageaufkäufen noch weiter fortführen wird. Nun, das ist jetzt alles ein bisschen viel gewesen. Ich möchte den Hintergrund noch kurz erläutern. Warum ist im Januar und Februar mit einer kräftig ansteigenden Inflationsrate in Europa zu rechnen und letztlich auch noch mit stärker steigenden Inflationsrate in den USA? Das Ganze liegt begründet im sogenannten Basispreiseffekt. Und wisst ihr sicherlich auch alle, ein wesentlicher Faktor für die Inflationsrate ist ja die Entwicklung des Ölpreises. Der Ölpreis spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn man jetzt nicht die Kernrate berücksichtigt bei der Teuerungsrate, sondern eben den allgemeinen Warenkorb. Und da ist es eben so, dass es jetzt hier einfach mal beispielhaft mit Brent-Öl, also der Nordsee-Sorte, da haben wir im Augenblick noch die Situation vorliegen, dass Brent im Jahresvergleich rund 5 bis 6% tiefer notiert. Das habe ich jetzt hier gerade mal eingezeichnet. Das ist immer der Jahresvergleich, ist entscheidend. So, und dann kam es ja zum Ende 2015 zu diesem kräftigen Ölpreisabsturz hier, der ja bis ungefähr Mitte Januar anhielt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, einfach mal unterstellen, dass der Brentpreis auch im November, Dezember im Bereich um rund $50 notieren sollte, dann führt das dazu, dass wir hier eine andere Ausgangsbasis haben. Und zwar im November bereits würde dann der Vorjahreswert schon 5%, also gegenüber dem Vorjahreswert würde der Ölpreis schon 5,4% höher notieren. Noch kräftiger springt das Ganze dann im Dezember natürlich an und vor allen Dingen dann hier zum Tief im Januar. Da hätten wir dann einen Ölpreisanstieg im Jahresvergleich von mehr als 50%. Und diese 50%, die wirken sich natürlich extrem stark dann auf die Inflationsrate aus. Das katapultiert die Inflationsrate dann wahrscheinlich im Januar und Februar auf rund 2,3% hoch. Und danach beruhigt sich allmählich wieder die Situation, weil hier der Ölpreis entsprechend kräftig angestiegen ist. Und man sieht es dann, sind es nur noch 20%, letztlich 10%. Einfach mal unterstellt, wenn der Ölpreis hier seitwärts pendeln würde, um die Marke von rund $50. Von diesem Szenario gehe ich im Augenblick nach wie vor aus und das habe ich ja auch schon in den vergangenen Monaten eigentlich so gesagt. Ich rechne weiterhin damit, dass der Ölpreis hier in dieser Range pendeln wird. Es ist wohl eine Einigung, wissen ja auch alle inzwischen auf dem OPEC-Treffen Ende November nahezu eingepreist. Da wird so etwas wohl entschieden, aber nach wie vor bleibt natürlich der weltweite Ölmarkt überversorgt. Das begrenzt natürlich dann auch die Fantasie auf der Oberseite. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass der Ölpreis hier über 50, $55 je Barrel ansteigen wird. Gleichwohl ist er auch auf der Unterseite ganz gut unterstützt mit 42, $45. Ich habe hier die Chartmarken eingezeichnet. Und das führt eben dann dazu, dass hier eben, wie gesagt, die Inflationsrate ansteigt. Eine steigende Inflationsrate bringt wiederum die Notenbank ein bisschen unter Druck, weil das ja im Augenblick noch ein Hauptargument ist, an dieser lockeren Geldpolitik festzuhalten. Und wenn die Zinsen weiter steigen sollten, weil man einfach auch antizipiert, die Inflationsrate steigt, dann führt das entsprechend, das hatte ich ja gerade eben gezeigt, auch zu deutlichen Kursreaktionen bei den Einzelwerten in den verschiedenen Branchen, wovon eben, wie gesagt, die Finanzbranche profitieren würde. Und gerade so Immobilienaktien oder auch Werte mit einer hohen Dividendenrendite tendenziell eher leiden würden. Das mal dazu, ganz interessante Geschichte, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ein weiterer Punkt ist natürlich, in dieser Woche stehen noch viele Daten natürlich an, die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Wir haben am Donnerstag noch die EZB-Zinssitzung, da ist nicht viel zu erwarten, es wird im Augenblick ein bisschen aufgebauscht. Es waren ja aber Gerüchte aufgekommen, dass die EZB vielleicht das Volumen ihrer Wertpapierkäufe reduzieren könnte. Ich gehe nicht davon aus, dass es dazu kommen wird. Es gibt genügend Argumente dagegen, denn die Inflationserwartungen sind im Augenblick noch relativ gering, was allerdings viel entscheidender ist, vor allen Dingen, dass ein Ende der Anleihekäufe würde die Staatsanleihenrenditen in den hochverschuldeten Ländern natürlich kräftig steigen lassen. Das würde wiederum neue Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen und das muss natürlich die EZB in der augenblicklichen, vor allen Dingen noch durch die Brexit-Debatte sehr fragilen Situation in Europa um jeden Preis verhindern. Deshalb wird man hier weiterhin auch Vollgas geben. Die Ursachen der Staatsschuldenkrise sind ja überhaupt noch nicht gelöst.
EZB-Chef Mario Draghi wird vor allen Dingen wieder darauf pochen, dass es stärkere fiskalische Programme geben wird, dass es Strukturreformen in den Ländern geben wird. Spannend wird es dann eigentlich erst wieder auf der nächsten Sitzung der EZB am 8. Dezember, nämlich dann werden auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu möglichen Anpassungen des laufenden Anleiheaufkaufprogramms vorliegen. Und dann wird man auch wissen, wie wird sich die EZB verhalten, denn es gibt ja das Problem, langsam geht der EZB der Bestand an zur Verfügung stehenden Bundesanleihen aus. Das ist das, was bereits gekauft ist, das ist das, was noch zur Verfügung steht. Und wenn man sich das mal anschaut, wann der EZB die Bundesanleihen ausgehen, bei unveränderten Parametern wäre das Mitte 2017 der Fall. Ja, hier muss man also allmählich sich mal eine Lösung erarbeiten. Da gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen. Man kann die Zinsuntergrenze nach unten weiter verschieben. Das wäre natürlich Gift für die Banken. Das wird man nicht machen. Man kann die Länderallokation, das heißt also der Schlüssel, zu dem eben Anleihen gekauft werden könnten, verändern. Man kann auch drastischere Maßnahmen natürlich vornehmen, wie zum Beispiel ETF-Käufe vornehmen. Das heißt also nach dem Vorbild der japanischen Zentralbank dann auch über ETFs Aktienindizes kaufen. Hätte den Vorteil, dass man eben, dass die EZB keine Stimmrechte ausüben müsste auf den Hauptversammlungen, sondern nur passiv quasi über die ETFs investiert wäre. Man kann natürlich auch sagen, man kauft Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, um so eben auch die Euro-Liquidität in Umlauf zu bringen, Helikoptergeld und so weiter. Aber letzteres, denke ich mal, wird es vorerst nicht geben. Auf jeden Fall, das ist ein ganz interessanter Punkt. So zum Jahresende hin wird es wirklich spannend. Der Dezember, ich hatte hier noch die Termine auch genannt, der hat es in sich, die Notenbanksitzung der EZB, da wird die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch sein. Die Notenbanksitzung der amerikanischen Notenbank, wo es dann wahrscheinlich zu einer Zinserhöhung mal kommt, ich erwarte zumindest mal eine. Am 14. Dezember ebenfalls sehr, sehr spannend, also darauf sollte man sich einrichten. Das heißt, für uns Anleger vor allen Dingen in den Wochen vorher dürfte es wieder zu einer Lethargie kommen an den Märkten, weil einfach die Unsicherheit wieder groß ist, was machen Fed und EZB. Die Jahresendrallye dürfte deutlich früher starten. Sie müsste jetzt allmählich losgehen. Ich gehe auch davon aus, dass sie jetzt starten wird. Also wenn jetzt oder wenn sie überhaupt noch kommt in diesem Jahr, dann jetzt. Spätestens so bis Ende Oktober und dann den November hinein freundlich das Ganze läuft, eine Erleichterungsrallye, dass Frau Clinton die neue US-Präsidentin wird Anfang November. Und dann wird man hier Anfang Dezember wieder langsam vorsichtiger werden. Das ist mal so der ganz grobe Fahrplan, den ich mir vorstellen könnte. Da kommt schon gerade die Frage rein, wie das Ganze denn dann aussieht hier für Gold, im Zuge eben des Umfelds steigende Inflationsrate, steigende Zinsen. Naja, ist ja ein ganz angenehmer Effekt eigentlich. Zunächst einmal hier aus der charttechnischen Perspektive hatte ich ja gesagt, Gold ist massiv überverkauft. Ja, hier der Abstand zur 21-Tage-Linie war zuletzt bei 5% angekommen. Damit Gold kurzfristiger Boden ausgebildet, 1250, weil die horizontale Unterstützung, hatten wir ja besprochen, die 200-Tage-Linie hier ebenfalls ein stabilisierender Faktor. Wir haben vor allen Dingen gesehen, da kamen jetzt die Daten eben raus, dass an den Terminmärkten sehr, sehr große Netto-Long-Positionen zuletzt reduziert wurden, also am 11. Oktober vor allen Dingen, liegen jetzt im Augenblick noch bei 150.000 Kontrakten. Ich kann das hier mal kurz zeigen in der Übersicht. Das sind die spekulativen Netto-Long-Positionen. Da sieht man den drastischen Absturz. In den letzten 2 Wochen wurden die Netto-Long-Positionen um gut 40% bzw. 106.000 Kontrakte abgebaut. Das ist jetzt erstmal eine Tötnacht, sehr, sehr viel und das ist auch sehr, sehr viel, denn es entspricht dem stärksten Positionsabbau innerhalb von 2 Wochen seit mindestens 10 Jahren. Und um sich das Ganze mal vorzustellen, was da an den Terminmärkten hin und her geschichtet wird, das ist enorm viel, denn diese 106.000 Kontrakte. Das entspricht ungefähr dem Verkauf von 331 Tonnen Gold. Ja, das ist ungefähr die weltweite Goldminenproduktion von 5,5 Wochen. Also eine ganze Menge. Das muss erstmal wieder reinkommen. Das gleiche gilt auch, wenn man das noch umrechnet, zum Beispiel auf die ETF-Zuflüsse. Also da ist eine ganze Menge an, ich sag mal, digitalem Gold über den Ladentisch gegangen und
Was an physischem Gold überhaupt noch hintersteht, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Worauf ich nochmal zurückkommen wollte, hier die charttechnische Situation, die 1250 hat gehalten. Jetzt könnten wir wieder einen Rücklauf sehen, hier an dem Widerstand bei 1300. Und darüber hätten wir dann die Abwärtstrendlinie bei 1335 als nächstes Ziel. Ich gehe mal davon aus, dass der Goldpreis sich hier auch stabilisiert und wir hier doch nochmal die Region um 1300 anlaufen werden. Jetzt kommt hier gerade das Argument rein, naja, also wenn die Zinsen aber steigen, dann ist das doch schlecht. Naja, muss man immer zwei Seiten der Medaille betrachten. Es sind ja nicht nur die Zinsen entscheidend für den Goldpreis, sondern eben auch die Inflationsentwicklung und damit die Realzinsdifferenz. Das heißt also, die Differenz zwischen den 10-jährigen US-Anleihen abzüglich der Inflationsrate. Und wenn die Inflationsrate, wie von mir gerade eben skizziert, deutlich stärker steigen sollte als die Renditen am Anleihemarkt, dann verringert sich natürlich die Realzinsdifferenz und das ist dann wiederum positiv natürlich für den Goldpreis. Das nochmal hier zum Klartext, dass man da eben darauf zu achten hat, immer der Realzins ist entscheidend, nicht nur die Inflationsrate oder beziehungsweise die Entwicklung der Renditen am Anleihenmarkt. Also von dieser Warte her gesehen, Gold positiv mit Ziel 1300, wichtig, sofern der Goldpreis hier per Tagesschluss nicht unter 1240, würde ich sagen, schließen sollte. Sollte es dennoch dazu kommen, Goldpreis unter 1240 und auch hier unter der Volumenkante, dann rechne ich mit einem Rücksetzer bis mindestens in den Bereich von 1200 Dollar. Kommt ebenfalls noch eine gute Anmerkung, der Dollar ebenfalls natürlich ein Belastungsfaktor, der festere Dollar zuletzt. Aber auch hier gehe ich mal nicht davon aus, dass der Dollar noch so viel stärker zulegen sollte, denn letztlich ist eigentlich alles schon eingepreist, dass die EZB die Füße stillhält, dass die Fed im Dezember die Zinsen erhöht. Da dürfte nicht mehr so viel eigentlich kommen. Genau, mit dem Präsidentschaftswahlkampf, das haben wir eigentlich auch schon abgehandelt. Ich finde noch einen interessanten Punkt hier eigentlich, der im Augenblick in vielen Analysen eigentlich untergeht. Wenn man sich das anschaut, internationale Investoren haben sich eigentlich schon festgelegt, dass Frau Clinton die Wahl gewinnen wird. Warum? Müssen Sie sich ganz einfach nur mal die Performance anschauen der Pharma- und der Biotech-Aktien. Die hängt ja den wichtigen Indizes deutlich hinterher. Und solange, daran sieht man eigentlich schon, weil Frau Clinton hat ja gesagt, dass sie hier bei einem Wahlsieg ganz klar mal drauf schauen will, wie die Margen sind im Pharma- und im Biotech-Bereich. Die Aktien springen nicht mehr so richtig an und deshalb hier die Positionierungen entsprechend vorgenommen wurden. Was ich aber noch ganz interessant finde, ist vor allen Dingen die Aussagen der beiden, Clinton und vor allen Dingen von Herrn Trump, wie man eben sich mit der Infrastruktur weiter verfahren möchte. Es ist ja so, dass in den vergangenen Jahren oder seit Ende des Weltkriegs, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, sind die Infrastrukturmaßnahmen von knapp 0,8% des BIP, sieht man hier sehr schön, auf nahezu 0% zusammengebrochen. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Ausgaben mehr so richtig. So, zumindest in den Ankündigungen der Wahlprogramme haben Clinton und Trump gesagt, dass sie deutlich mehr in Infrastruktur investieren wollen, das heißt fiskalpolitische Programme aufnehmen wollen. Und da geht es um richtig viel Geld. Frau Clinton hat gesagt, man will 100 Milliarden Dollar innerhalb eines Jahres in die Hand nehmen. Herr Trump, man ist es ja von ihm gewöhnt, sagt sogar 200 Milliarden Dollar will er vornehmen. Und dann hätte man hier zumindest mal das Nachkriegsniveau wieder erreicht oder sogar einen neuen Rekordwert. Das heißt, die Verschuldung wird weiter hochgehen. Nicht Gelddrucken per Zentralbank steht damit als Katalysator uns bevor, sondern vielleicht sogar Gelddrucken über Haushaltsdefizite. Und das ist natürlich im Augenblick eine ganz angenehme Geschichte, weil die Notenbanken ja sowieso noch viel aufkaufen. Und von daher, das ist mal ein ganz interessanter Nebenaspekt noch. Diese Infrastrukturprogramme, die in den USA zumindest mal versprochen wurden von beiden Kandidaten, die könnten sich durchaus noch als ein ganz guter Katalysator erweisen. So, einmal Luft holen. Damit kommen wir nämlich jetzt verstärkt zu den Charts. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, zu dem ich auch Fragen bekommen habe in dieser Woche, und zwar, was eigentlich mit diesem Oktober-Crash los wäre. Da gibt es ja inzwischen so ungefähr auf jeder Website schon größere Warnmeldungen. Ich habe hier mal eine rausgegraben und stelle die mal kurz in die Chatbox rein. Das ist mir gerade die Chatbox verschwunden. So, senden.
Ein Artikel, der in der Welt erschienen ist. Hier, darum geht es. Vieles deutet auf Oktobercrash von 1987 hin. Wisst ihr ja sicherlich auch alle, die schon ein bisschen länger an der Börse mit dabei sind. Der 19. Oktober 1987 stürzte der Dow Jones hier um gut 20% ab. Das ist der bisher größte Tagesverlust in der Geschichte der US-Märkte. Und die Geschichte dahinter ist, dass man vor allen Dingen bei den Analysten der Citi und der HSBC, die haben herausgefunden, dass es einen sehr, sehr engen Gleichlauf gibt zwischen 1987 und 2016. Das ist hier beispielhaft mal abgetragen. Und dieser Gleichlauf, was fehlt noch, ist dieser kräftige Absturz hier jetzt, der uns unmittelbar bevorsteht. Morgen ist, wie gesagt, der 29. Geburtstag dieses Oktobercrashs, auch bekannt als Black Monday. Und demnach steht uns ein kräftiger Absturz an den Märkten bevor. Gut, was bedeutet das jetzt? Kommt es wirklich zu diesem kräftigen Absturz? Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Hier oben ist der Kursverlauf des S&P 500, wie wir ihn kennen, in diesem Jahr. Und darunter der von 1987 mit der Entwicklung. Es gibt Parallelen, ja. Und zwar, welche gibt es? Mitte August gab es hier den Hochpunkt, das Rekord, was ausgebildet wurde. Ähnlich war die Situation auch im August 1987. Auch da erreichte der S&P ein frisches Rekordhoch. Danach wurde ein niedriger Hochpunkt ausgebildet, Anfang Oktober. Auch das hatten wir hier Anfang September. Wir haben insgesamt über die vergangenen 6, 7 Wochen gesehen, eine Serie von fallenden Hochpunkten im S&P. Auch das gab es damals. Wir haben ebenfalls eine Unterstützung, die im Augenblick richtungsweisend ist an der Marke 2000, 2110, 2120 Punkte, habe ich hier eingezeichnet. Die gab es auch 1987 bei der 300, 310er Marke. So. Jetzt sagen die, das ist ein perfekter Gleichlauf und jetzt kommt es zum Absturz. Da bin ich extrem vorsichtig. Da haben, denke ich mal, so einige Analysten einfach nochmal versucht, für Schlagzeilen zu sorgen und wollten gerne ihren Namen in den internationalen Presse mal lesen. Das haben sie erreicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was leider nicht berücksichtigt wurde, ist der Umstand, dass die Historie davor sich natürlich grundlegend unterscheidet von der von vor 29 Jahren. Ich möchte das nur mal hier ganz kurz aufgreifen, herausgegriffen. Die Situation seit 1900, jetzt müssen wir eben gucken, was hatte ich mir hier, seit dem Tief von 2014. So, das wäre dann hier eine gleiche Ausgangsbasis ungefähr von 1985. So, wenn wir einfach mal diese Situation auf uns wirken lassen, dann kletterte der S&P seit Anfang 2014 um rund 15%, liegt er im Augenblick höher. Wenn wir das Ganze mal ausmessen hier seit 1985, also einen ähnlichen Zeithorizont wählen, zu der Situation, da war der S&P 90% höher gewesen. Also ein ganz klarer Unterschied im langfristigen Zeithorizont. Hier saßen die Anleger auf massiven Buchgewinnen. Der Aktienmarkt war überhitzt gewesen, er war heiß gelaufen. Das führte letztlich auch dazu, dass es hier zu den kräftigen Gewinnmitnahmen kam. Das Ganze kann man auch noch ein bisschen weiter zusammenfassen, wenn man einfach mal sagt, wir verringern den Zeithorizont zum Beispiel hier auf 1986. Ja, 1986 wäre korrespondierend hier mit Anfang 2015. Anfang 2015 zurückgerechnet, also im Augenblick notiert der S&P 500 so ungefähr auf dem Niveau von 2015, liegt, wenn man es wohlwollend betrachtet, vielleicht 3% höher. 1986 bis zum Crash 1987 lag der S&P immer noch 50% höher. Also auch hier die Vergangenheit war vor 29 Jahren eine ganz andere gewesen als im Augenblick. Und das unterscheidet die Situation eben grundlegend von der 1987. Das haben leider die Analysten bei der HSBC bzw. bei der Citi offenbar nicht gesehen, oder das passt ihnen nicht so ganz in den Krempel. Weiß ich nicht, was da der Grund gewesen ist, aber das ist letztlich die gesamte Wahrheit. Es gibt eine Überschneidung, eine Übereinstimmung im Verlauf, wenn man die letzten Monate betrachtet. Ja, das ist richtig. Aber es ist vollkommen falsch, daraus einfach jetzt eine große Crashwarnung herauszugeben. Denn das sieht man auch hier, der S&P handelt weiterhin in unserem Wohlfühlbereich, hatte ich ja auch gesagt. Er geht vor rund 2110 los, läuft bis ungefähr 2190 Punkte. Also von dem her kann man hier noch Entwarnung geben, selbst wenn der S&P unter 2110 Punkte fallen sollte. Dann haben wir hier immer noch den Prognosekorridor, der uns schon viele
Ziele auf der Unterseite gut genannt hat und auch hier die 200-Tage-Linie, das heißt die 2050, die 2065 als nächster Stabilisierungsfaktor. Dann haben wir noch eine Unterstützung bei 2020, bei 1990, bei 1950. Ja, und selbst in diesen Regionen hätte der S&P mal gerade 7% verloren, 5 bis 7%. Das ist ja immer noch kein Crash, immer noch kein Bärenmarkt, wäre eine ganz normale Korrektur. Und vor allen Dingen, niemand kann vorhersagen, wie sich der Markt an diesen Unterstützungen verhalten wird, ob die halten oder ob die brechen. Ja, und da einfach dann vorweg sagen, ja, es kommt wieder zu einem ähnlichen Crash, das ist vollkommen aus der Luft gegriffen, denn niemand hat eine Kristallkugel und kann sagen, was der S&P zum Beispiel an der Marke von 1950 machen würde. Also von daher eine ganz nette Geschichte, die da publiziert wurde, die vor allen Dingen in den USA für viel Wirbelsorge sorgte, aber solche Gleichlaufgeschichten aufgrund eines einzigen Ereignisses und das dann darauf projizieren, wie es im Augenblick der Fall ist, das ist, ja, kann man machen, aber ist alles andere als eine wirklich fundierte Analyse. Von daher dient das nur zur Unterhaltung mehr, aber auch nicht. So, damit haben wir schon die US-Indizes letztlich abgehandelt, können das also schon mal zu den Akten legen und die Situation also in den USA weiterhin entspannt, würde ich sagen. Wichtig, achtet darauf, dass der S&P nicht unter 2110 Punkte fällt per Tagesschluss. Das ist entscheidend. Falls es dazu kommen sollte, dann werden wir wohl keine Herbst- bzw. Winterrallye sehen. Frühwinterrallye würde ich es mal nennen. Dann geht es hier erstmal ein bisschen nach unten im Bereich der 200-Tage-Linie. Jetzt setzen wir uns etwas nach oben ab. Wer den S&P handelt, hier so ein bisschen auf die Abwärtstrendlinie achten. Ich zoome uns hier mal eben rein. So, das ist die Situation. Da im Augenblick ein bisschen drauf achten, diese Abwärtstrendlinie hat noch Bestand. Sollte die überwunden werden, wäre das das erste Stärkesignal, also über 2165 und darüber dann, wie gesagt, Zielbereich 2190. Richtig bullisch ist der US-Aktienmarkt erst mit Ausbruch auf einen frischen Rekordhoch. So, damit kommen wir zum DAX rüber. Die Situation im Big Picture, das heißt also hier im Tageschart, ist weiterhin noch positiv zu sehen. Ich habe mal hier die wichtigsten Trendlinien auch eingezeichnet, die man im Augenblick beachten sollte. Also man sieht das hier sehr schön. Wir haben weiterhin die Schwierigkeit, dass hier die seit dem Rekordhoch bestehende Abwärtstrendlinie, das ist hier die rote, die blaue Linie, die haben wir noch nicht überwunden, könnte allerdings jetzt bald bevorstehen. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Was die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch auf der Oberseite erhöht, ist ganz einfach die Tatsache, natürlich positive Saisonalität, das ist klar. Ich habe da noch irgendwo eine Grafik vorbereitet, sehe ich gerade. Genau, die Entwicklung des DAX im Q4, sieht man hier auch sehr schön, seit 1985 eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, also nur in 2, 4, 5 der vergangenen 30 Jahre war das Q4 negativ gewesen. Und also auch hier die Statistik für die Q4 deutlich positiv. Der DAX klettert im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre im vierten Quartal um rund 8%. Auf Basis der 30 Jahre sind es 6,5%. Entwickelt sich auch ein bisschen besser als der S&P 500. Hier mit 5% bzw. 4,2%. Das hier sind die Daten für den S&P 500. Also auch der S&P ist deutlich positiv mit einer Q4-Performance. Der DAX noch etwas kräftiger im Plus meistens. Also von der Saisonalität her das Ganze gut untermauert. Hier die Charttechnik, die Serie von steigenden Tiefpunkten mit den grünen Trendlinien verbunden, ebenfalls positiv. Das besteht seit Jahresbeginn. Auch das spricht eher für einen Ausbruch auf der Oberseite. Das hier ist der bekannte Tageschart nochmal in Fokus. Wir haben jetzt hier heute vielleicht den Abwärtstrend überwunden. Den darf man nicht so punktgenau betrachten. Aber der DAX hat sich schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis erarbeitet mit der 10.630 heute. Ich habe hier den Abwärtstrend laufen bei 10.600. Wir haben hier eine 21-Tage-Linie, hier die blaue Linie, die langsam wieder steigend verläuft. Hier nochmal im Fokus im Stundenchart. Also die 21-Tage-Linie zieht langsam wieder an. Wir haben hier so eine kleine Serie von steigenden Tiefpunkten schon drin. Ja, also der letzte Rücksetzer drehte der Markt schon bei 10.350, vorher ging es ja runter bis unter die 10.190. Also auch das positiv,
Was hier einfach jetzt noch fehlt, ist der wirklich ganz klare Ausbruch hier über diese Verkaufszone. Die beginnt, wie gesagt, bei 10.630, 10.650, reicht bis 10.800. Und über der 10.800 hätten wir dann endgültig, denke ich mal, die Freigabe für eine Jahresendrallye. Ich bleibe weiterhin verhalten optimistisch für den DAX, würde den DAX dem S&P nach wie vor bevorzugen. Rechne also auch hier mit einem Ausbruch auf der Oberseite, ganz einfach, weil es die Statistik hergibt. Wann das passieren wird, ist natürlich die große Frage, aber zumindest mal scheint hier so langsam der Druck auf diese Oberseite zuzunehmen. Und ich rechne, wie gesagt, damit, ich würde also sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60, 70%, dass wir hier die Oberseite nach oben entlüften werden und der DAX dann über die 10.800 steigen sollte. Es bleibt, wie gesagt, zahlreiche Risikofaktoren, die habe ich am Anfang des Webinars genannt. Deshalb immer auch etwas mit auf der Bremse bleiben im eigenen Depot. Daniel hatte mir noch den Hinweis gegeben, ich soll ja mal kurz auf unser Depot verweisen. Bei Feingold Research mache ich natürlich gerne. Einfach hier das Favoritendepot zum Beispiel mal anklicken. Da haben wir ja auch verschiedene Zertifikate enthalten. Man sieht das hier, Bonus, Inliner, Discounter, die sich natürlich ganz gut bewährt haben. Hier mal kurz der Link dazu. Also auch über Seitwärtsprodukte kann man natürlich im Augenblick ganz gut Geld verdienen. Natürlich auch das Ganze direkt möglich. Hier jetzt entsprechende Long-Positionen aufbauen und dann auf einen Ausbruch spekulieren. Nur wer extrem pessimistisch eingestellt ist, der geht jetzt short, denn auch das will ich der Vollständigkeit halber natürlich sagen. Bisher hält dieser Widerstand hier. Ja. Und da war es in den vergangenen 2 Monaten immer von Vorteil gewesen, hier auf die Short-Seite zu wechseln. Das heißt, Gewinne aus Long-Positionen zu schließen, auf die Short-Seite wechseln. Und hier wieder auf einen Rücklauf spekulieren von rund 2,5 bis 3% bis in den Bereich 10.350 bis 10.250 Punkte. Das Ganze ist natürlich lukrativ im Augenblick und das macht die Situation so extrem spannend natürlich auch für die Bären, die noch da draußen sind. Denn ich habe hier eine Gewinnchance von ungefähr 2,5 bis 3%, kann hier einen Stoppkurs platzieren, knapp über dem Jahreshoch, gehe also ein Risiko ein von ungefähr 1,5%. Dem steht, wie gesagt, so ungefähr eine doppelt so große Chance gegenüber. Das ist jetzt für die Short-Seite ein sehr, sehr attraktives, sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das stimmt. Ja, aber man spekuliert gegen den langfristigen Trend, der aufwärts, also mittelfristigen Trend, der aufwärts gerichtet ist. Und man spekuliert auch gegen die sehr, sehr starke positive Saisonalität im Augenblick. Genau. Das mal dazu. Dann kommen wir jetzt zu den Einzelwerten. War ja auch ein Thema gewesen. Und da habe ich mal wieder eine sehr, sehr schöne Grafik gebastelt in den vergangenen Tagen, Wochen. Gibt es auch bei Indexradar, da haben wir das Ganze schon veröffentlicht. Jetzt habe ich mir die Grafik natürlich weggehauen. So, Q4. Ich habe mir hier einfach mal analysiert, welche DAX-Aktien sich wie im vierten Quartal in den vergangenen 10 Jahren entwickelt haben. Das ist die Performance, die hier abgetragen ist. Hier seit Q4 2016 bis Q4 2015, dann die Durchschnittsperformance daraus gerechnet und dann noch die Gewinnquote. Das heißt also, wie oft legte die einzelne Aktie im vierten Quartal jeweils zu. Wenig überraschend natürlich die Commerzbank, die Deutsche Bank hier mit 40% Gewinnquote sehr negativ. Die Deutsche Lufthansa ebenfalls eher schwächelnd. Die ist zum Jahresende bis zu gewöhnlich sehr, sehr stark und zum Jahreswechsel. Zum Jahreswechsel ist sie sehr stark. Fresenius Medical Care auch eine Gewinnquote von 50% und eine schwache Durchschnittsperformance von 2%. Wir haben eine Merck, die auch eher schwach ist, eine RWE tendenziell schwach ist. Aber wir haben auch sehr starke Aktien. Also eine Bayer zum Beispiel mit 90% Gewinnwahrscheinlichkeit. Eine Deutsche Börse war auch immer sehr stark gewesen. Wir haben verschiedene Werte hier mit hohen Quoten von 80%, zum Beispiel auch eine Post, 6% meistens zugelegt, eine BASF, die auch sehr gut ist, knapp 9% im Durchschnitt zugelegt, 80% Gewinnquote. Die Henkel ist sogar einer der besten Aktien, nach der Gewinnquote die beste, 90%, verzeichnet in den vergangenen 10 Jahren nur im vierten Quartal 2008 einen Verlust, ansonsten immer zugelegt. Ebenfalls gut eine Münchner Rück.
eine ProSieben mit Gewinnquoten von 80%, die Münchner Rück zu bevorzugen mit 6% Performance. Dann haben wir eine Siemens, 80%, 6% zugelegt, 70% ebenfalls noch ganz gut mit ThyssenKrupp. Oder hier die Volkswagen, 80% und 9% im Durchschnitt zugelegt. Also das sind so ein paar Werte, die man sich mal auf die nähere Beobachtungsliste legen sollte, also wo die Durchschnittsperformance sehr hoch ist und wo die Gewinnquote sehr hoch liegt. Da ist einfach auch die statistische Wahrscheinlichkeit dann gegeben, dass die jetzt auch in 2016 zu den Gewinnern zählen sollte. Wie gesagt, haben wir ein Indexradar analysiert, da gibt es auch noch mehr Grafiken dazu, zeige ich hier halbwegs exklusiv mal in dieser Übersicht im Webinar. Finde ich sehr interessant, habe ich auch so in Deutschland bisher noch nicht gesehen. Also wer da sich einen Screenshot von machen möchte, sollte jetzt schnell sein. Ansonsten, das sind die Aktien, die ich im Augenblick mal bevorzugen würde. Also wie gesagt, die eine hohe Durchschnittsperformance aufweisen und eine hohe Gewinnquote haben. Man kann das Ganze natürlich dann noch ein bisschen optimieren. Das machen wir jetzt auch mal gleich und holen uns die Aktien rein, die im Augenblick knapp unter ihrem Rekordhoch stehen, unter wichtigen Hochpunkten stehen. Das lasse ich immer schnell berechnen. Und zwar auf Basis des HDAX, alle Aktien aus dem HDAX, berechne ich jetzt die Abweichung vom Hoch über 260 Tage, über 65 Tage, über 21 Tage und über 5 Tage, also über verschiedene Zeitperioden und kann so sehen, welche Aktien erstens eine hohe relative Stärke aufweisen. Ja, zum Hintergrund, die Werte, die hier ganz weit oben sind im Augenblick, ich sage hier mal hier nach, die hier sehr, sehr weit oben sind im Augenblick, die haben eine hohe relative Stärke. Das heißt, die Aktien entwickeln sich besser als der Gesamtmarkt. Ja, der DAX, der MDAX, der TechDAX, die stehen ja teilweise noch deutlich unter ihrem Jahreshoch, unter ihrem Hoch auch auf Basis von 12 Monaten. Und es gibt aber einzelne Aktien, die sich deutlich besser entwickelt haben. Und die sollte man hier mal etwas genauer jetzt im Blick behalten. Ich ziehe mal den passenden Chart auch dazu noch auf, mit der Abstand zu 21-Tage-Linie, damit das Ganze noch ein bisschen genauer wird. Das sind so die Kandidaten im Augenblick, die man mal auf dem Schirm haben sollte. Hier die Liste dazu, wie gesagt, Adidas jetzt mal ganz oben aufgeführt. Adidas finde ich auch deshalb ganz interessant. Von der Bewertung her ganz klar natürlich ausgekostet. Ich habe nochmal heute nachgeguckt. Die Adidas liegt im Augenblick bei einem Rekordaufschlag beim KGV-Bewertung von 30% gegenüber Nike. Also hat noch nie so einen hohen Bewertungsaufschlag gegenüber Nike gehabt. Ist auch gegenüber dem 10-Jahres-Durchschnitt hoffnungslos überteuert. Was hier natürlich gespielt wird, ist, dass der neue Konzernchef, der jetzt seit Anfang Oktober mit dabei ist, mal ordentlich die Rendite nach oben treiben wird. Angepeilt sind hier zweistellige EBIT-Margen. Im Augenblick sind wir, glaube ich, bei Adidas bei 6,5-7%. 10% sind hier vorgegeben. Bei Henkel hat er das ja geschafft. Und die charttechnische Situation natürlich bei Adidas auch interessant. Wir sind jetzt hier an einem Widerstand bei 157 angekommen. Ausbruch darüber jederzeit möglich. Damit wäre dann hier dieses Konsolidierungsmuster auch abgeschlossen. Abgeleitet aus der Höhe dieses Konsolidierungsmusters von ungefähr 9,7, knapp 10%, das nach oben hin abgetragen. Dann kämen wir hier auf einen Zielbereich, der uns ungefähr auf 172 führen würde. Kurzfristig der Prognosekorridor hat hier einen Bereich von 167 Euro. Was könnte die Adidas-Aktie nochmal antreiben? Stichwort Window Dressing. Ist ja meistens so, dass die Fondsmanager zum Jahresende im letzten Quartal nochmal in den Werten einsteigen, die gut gelaufen sind. Adidas wird der Performance-Sieger 2016 sein, liegt im Augenblick 70% vorne seit Jahresbeginn. Auf Platz 2 und 3 kommen, glaube ich, RWE, ThyssenKrupp mit ungefähr 20%. Da will man natürlich den Jahresgewinner im Depot haben, also im Fonds drin haben. Das könnte nochmal für etwas Auftrieb sorgen. Das heißt also, Adidas steht hier vor einem kleinen Kaufsignal. Aber wie gesagt, fundamental ist das eine extrem heiße Geschichte. Da muss man wirklich aufpassen im Augenblick, dass das ist fundamental nicht mehr so richtig untermauert. Charttechnisch ist die Aktie noch ganz interessant. Ebenfalls ein interessanter Wert, Allianz, hatte ich ja auch gesagt. Natürlich so Werte, die eine, aus dem Finanzbranche, hatten wir eben angesprochen, mit steigenden
Zinsen wieder, hält sich auch das Umfeld für die Finanzbranche auf, also auch die Versicherer hier wieder im Vorteil. Adidas hat hier die 200-Tage-Linie überwunden, den Widerstand bei 137. In einem freundlichen Umfeld gehe ich mal davon aus, dass die Adidas hier bis in den Bereich um rund 146, 147 steigen dürfte. Das wäre auch hier dann, wie gesagt, die Höhe dieser Seitwärtsrange nach oben abgetragen. 147, 148, das mittelfristige Kursziel. Vorgelagert noch ein Widerstand bei 143. Auch einer der Aktien, die im Augenblick durchaus mal auf die engere Watchlist gehören und die ja auch eigentlich eine ganz gute Performance aufweisen. Wenn man sich das anschaut, 4,4% im Durchschnitt zugelegt im letzten Quartal mit einer Gewinnquote von 80%. So, weitere Aktien, die gehe ich jetzt mal hier einfach schnell durch auch. Einfach nur so als Beispiel. Eine Covestro, natürlich vielleicht ein bisschen heiß gelaufen im Augenblick mit dem Abstand zur 21-Tage-Linie von 7%. Aber der Trend ist ja wirklich hier bullenstark. Da gibt es ja überhaupt nichts dran auszusetzen. Die Aktie läuft schnurstracks nach oben, also auch einer der wirklich der Gewinner am Markt im Augenblick. Eine Fielmann ebenfalls hier schön ausgebrochen heute auch. Aus dieser Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen ist auch noch nicht überhitzt derzeit. Eine schöne Ausbruchsbewegung, die wir heute gesehen haben. Ein schöner defensiver Wert, auch hohe Dividendenrendite ebenfalls sehr schön. Einer meiner Lieblinge hier ganz oben noch anzusiedeln, Heidelberg Zement, ebenfalls heute auf Rekord, nee, das nicht, aber auf ein neues Verlaufshoch ausgebrochen. Eine schöne Aktie, die auch eine hohe relative Stärke vor allen Dingen aufweist. Und da sollte man auf jeden Fall, denke ich mal, auch zum Jahresende nochmal genaues Auge drauf haben. Ist auf ein Mehrjahreshoch jetzt ausgebrochen, höchster Stand seit 2008. Eine sehr interessante Aktie, eine hohe relative Stärke, wie gesagt, hat auch eine hohe Gewinnquote. Die hole ich mir gerade mal raus, 80%, knapp 6% zugelegt im vierten Quartal. 21-Tage-Linie steigt hier an, also ist einer der Top-Kandidaten von mir eigentlich für die kommenden Tage und Wochen. Wie gesagt, hat jetzt hier auch keinen Widerstand mehr vor sich. Eine Lanxess aus dem MDAX, eine interessante Aktie, ein schöner Turnaround, der hier seit einigen Wochen auch läuft. Ist jetzt charttechnisch so ein bisschen an einer Weichenstellung, möchte ich mal sagen, angekommen. Ich hole mal hier den etwas fokussierteren Chart raus, damit man das mal etwas deutlicher sieht. Ein bisschen überhitzt natürlich im Augenblick, aber hier der Widerstand bei 59, knapp 60 Euro. Da sind wir jetzt erstmal dran gelaufen. Ob wir jetzt auch noch den rausnehmen werden, wäre ich etwas vorsichtig, weil die Aktie einfach auch sich sehr weit schon von ihrer 21-Tage-Linie entfernt hat. Also hier ein bisschen vorsichtig sein vielleicht. BASF auch einer der Werte, natürlich im Augenblick negative Schlagzeilen. Auch an einem Widerstand angekommen, 78, 80 Euro wäre ich eher etwas vorsichtig. Hochtief läuft eine Infineon natürlich sehr spannend. Ja. Intel wird, glaube ich, morgen Abend Zahlen liefern. Der amerikanische Chipsektor ist wieder auf dem Hoch ausgebrochen, zeigt eine enorme relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Also Chip-Aktien sind in den USA sehr stark nachgefragt im Augenblick. Davon profitiert natürlich auch eine Infineon. Und die Aktie selbst hier natürlich auch mit einem wunderbaren Chartbild, ein schöner langfristiger Aufwärtstrend. Kurzfristig ebenfalls das Ganze untermauert natürlich eine spekulative Natur. Das ist ganz klar, ist natürlich sehr zyklisch ausgerichtet. Aber für mich auch einer der Kandidaten, die man im Augenblick mal wirklich ja, sich merken sollte für eine mögliche Jahresendrallye. Sieht man hier sehr schön, Trend schön aufwärts gerichtet, Kursziel. Kurzfristig schon im Bereich knapp 17 Euro Tendenz weiter steigend, also auch ein sehr guter Wert. Die Merck, erster Sprung heute aus einer kleinen Seitwärtsbewegung bei 98, sollte es auch hier über die 100 gehen, wäre auch diese Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst, Ziel dann mindestens mal 110, auch einer der Werte, die zumindest mal anspringen könnten. Der Nemetschek hat zuletzt schon mal gute Zahlen geliefert, aus der zweiten Reihe. Siemens, noch nicht ganz so richtig angesprungen, aber ich denke, das war es jetzt auch schon mal ganz, ein paar waren schon mal ganz gut dabei gewesen. Henkel, auch einer der Favoriten von mir, durchaus, aufgrund der hohen relativen Stärke. SAP wird am Freitag Zahlen liefern. Ich gehe davon aus, dass die Zahlen gut sein werden, die reinkommen. Ich gucke gerade mal,
rein. Die Analystenschätzungen 1,08 € Gewinn je Aktie werden in Aussicht gestellt bei 5,85 Milliarden Euro Umsatz im abgelaufenen Quartal. Ich gehe davon aus, dass vor allen Dingen das Cloud-Geschäft ganz gut gelaufen sein sollte. Wenn man sich die Daten von Oracle anschaut, die waren auch schon ganz brauchbar gewesen. SAP ist auch heute schon angesprungen. Da dürfte es eigentlich keine negativen Überraschungen geben. Die Aktie zählt zu den Gewinnern seit Jahresbeginn. Haben auch hier eine schöne Ausbruchsbewegung gesehen. Die kam jetzt zuletzt mal ein bisschen in Stocken. Aber auch hier nach wie vor, jeder Rücksetzer wird eigentlich immer früher gekauft. Ist für mich ein schöner Blue Chip auch, um vor allen Dingen das Thema Cloud zu spielen. Also sollte man sich auch anschauen. Wie gesagt, am Freitag kommen die Zahlen rein. Ebenfalls am Freitag mit Zahlen zum Beispiel eine Daimler noch. Auch aus chartlicher Sicht ganz interessant. Wir haben heute eine Continental ja gehabt, beziehungsweise gestern schon, die ja so ein bisschen ja, die Stimmung gedämpft haben. Das Problem ist hier natürlich bei Conti auch mittelfristiger Natur, denn ja, der Umbruch in Richtung Elektroauto schreitet natürlich voran und es gibt hier Schätzungen, die davon ausgehen, dass rund 25 bis 30% des gegenwärtigen Produktportfolios als fragwürdig zumindest mal einzuschätzen sind. Das heißt, es geht sich vor allen Dingen hier um die Antriebsaggregate, Getriebe ebenfalls, wenn hier die Sache mit den Elektroautos weiter voranschreitet, dann muss natürlich bei Conti ein bisschen gearbeitet werden, damit man hier die Position letztlich verteidigt. Die Aktie selbst hier schon ein bisschen unter Druck gekommen, zuletzt stabilisierte sich aber hier eigentlich an einer ganz guten Unterstützung, die im Bereich der 170 verläuft. Dennoch, ich bin kein Conti-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil wir hier schon eine fallende 200-Tage-Linie haben, weil wir hier wahnsinnig viele Widerstände haben, die einfach einen weiteren Anstieg nach oben hin entgegenstehen. Also wenn man im Automobilsektor mitspielen will, dann würde ich die Automobilaktien direkt bevorzugen. Die sehen im Augenblick etwas besser aus, also hier zum Beispiel eine Daimler. Auch Daimler wird eben am Freitag Zahlen liefern. Hier die Erwartungen entsprechend positiv auch. Ich glaube, 2,38 € Gewinn die Aktie werden in Aussicht gestellt von den Analysten, 42,6 Milliarden Dollar Euro Umsatz. Das Umfeld eigentlich für die Autobauer herausfordernd, aber bei Daimler eigentlich starke Nachfrage in Q4 sollte angehalten haben, wenn man sich die Absatzzahlen von Mercedes-Benz Cars anschaut. E-Klasse gibt es ab 2017 ganzjährig, es gibt keine teuren Modelleinführungen mehr, man hat das jüngste Modellportfolio, also eigentlich ist Daimler schon ganz gut aufgestellt. Die 21-Tage-Linie hier verläuft langsam wieder steigend. Wichtig wäre jetzt hier, dass die Aktie wirklich mal über 64, 65 € ausbricht per Tagesschluss. Dann haben wir nämlich auch hier wieder diese Seitwärtsgeschichte nach oben hin aufgelöst. Das dürfte spätestens dann der Fall sein, wenn der DAX die 10.800 in Angriff nimmt. Und dann würde auch hier so ein zyklischer Wert und gleichzeitig ein Schwergewicht wie Daimler nach oben hindurch starten. Ziel dann ungefähr 68,50 €. Also das ist auch einer der Aktien, die durchaus jetzt in der nächsten Zeit mal mit in der Gewinnerriege ganz oben sein sollten. Hier nochmal kurz der Blick auch bei Daimler. 80% Gewinnquote, 6% zugelegt im vierten Quartal im Durchschnitt. Also auch einer der wirklich ganz spannenden Werte. Sollte man mit auf dem Schirm haben. Genau, Daimler und RWE, das waren die. Ach, den RWE wollte ich auch noch kurz vorstellen. Ebenfalls sehr interessant, der zweitstärkste Wert im DAX seit Jahresbeginn für Trader. Ich mag die RWE, auch das Konzept eben mit der Ausgliederung, dass man sich jetzt da entschieden hat, mal ja, die Bereiche mit den erneuerbaren Energien stärker zu fokussieren. Hier ist jetzt Geld reingekommen durch den Börsengang von Innogy. Das hat die Aktie eigentlich noch relativ gut weggesteckt, besser auch vor allen Dingen als die E.ON-Aktie selbst. Man sieht hier auch schon wieder um 13 €, 13,20 € wurde der Wert gekauft. Es gab auch Gerüchte im Markt, dass die Banken RWE ab 13 € kaufen. Welche es sind, weiß ich nicht, aber es gab da so Gerüchte im Markt, dass da Stabilisierungsmaßnahmen wohl offenbar vorgenommen werden. Also eine ganz interessante Geschichte. RWE finde ich auch noch relativ spannend. Der langfristige Trend steigt schon wieder, würde ich im Augenblick auch gegenüber der E.ON bevorzugen.
Genau, das zu den Bildern, die ich Ihnen, Chartbildern, die ich Ihnen noch zeigen wollte. Dann Kontinental, sehe ich gerade in der Fragebox, habe ich auch schon abgearbeitet. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns noch die BVB an. Das war ja noch der Wunsch gewesen. Eine Einschätzung dazu. 5,50 € werden im Augenblick aufgerufen. Jetzt hat man ja noch das, ja, diese starke Rallye, die wir hier haben. Ist natürlich extrem heiß gelaufen im Augenblick. Muss man ganz klar so sehen. Wir haben jetzt vor dem Match bei Sporting Lissabon und damit Stichwort Champions League, habt ihr sicherlich alle gelesen, massive Verletzungssorgen. Ich glaube, der ganze Kader muss einmal ausgetauscht werden. Das wird natürlich nicht einfach, vor allem, weil es ja auch das Schlüsselspiel ist in Lissabon. Dennoch hier die Aktie kräftig nach oben gesprungen. Ich muss jetzt fairerweise zugeben, ich weiß nicht, was hinter diesem kräftigen Kursanstieg jetzt hier wirklich steckt. Das gibt mir jetzt im Augenblick ein bisschen Rätsel auf. Jedenfalls der Abstand hier von rund 13% zur 21-Tage-Linie. Ich habe gerade eine gute Frage rein. Frankfurt charttechnisch analysieren, ja, das lassen wir jetzt mal. Aber könnte Daniel sicherlich morgen nochmal in der Finanzmarktrunde machen. Werde ich dem Kollegen mitgeben. Der Anstieg hier bei der BVB-Aktie, also eine ganz heiße Kiste. Ich hole mal hier den langfristigen Chart rein, also Rekordhoch hier. Gucken mal eben, ob wir noch ein paar Infos dazu bekommen. Aber wie gesagt, kurzfristig finde ich die jetzt ein bisschen heiß. Wie gesagt, mit dem Abstand von rund 13% zur 21-Tage-Linie, das war in der Vergangenheit schon mal häufiger so ein Niveau gewesen, wie zum Beispiel hier Juli 2015, da war Schluss. Es gab mal hier so eine Übertragung im Juni 2014, da waren wir auch schon mal bis auf 18% hochgegangen. Ähnlich auch hier Anfang 2012 waren es sogar mal 20%. Aber selbst wenn wir das nochmal spielen sollten, so eine extreme Differenz, dann ist hier schon ein Großteil der Rallye inzwischen gelaufen. Wer dabei ist, und man ist ja letztlich BVB-Aktionär, wenn man auch vom Club selbst, also vom Verein natürlich Fan ist, der kann natürlich weiter in der Aktie drinnen bleiben. Ich rechne mal nicht damit, dass wir hier jetzt einen weiteren Durchmarsch nach oben noch sehen. Vielleicht wird der Trend hier langsam auslaufen, so im Bereich der 5,80, 6 €. Und dann hier wieder so eine Beruhigung einsetzen. Aber das Problem ist, das einfach nochmal so auch als Information für alle da draußen, bei so marktengen Werten, wie zum Beispiel hier der BVB-Aktie, verliert natürlich Charttechnik an Aussagekraft. Ja, da spielen dann eher so fundamentale Sachen eine Rolle. Also jetzt abgesehen hier natürlich von Fußballaktien, da sind natürlich Emotionen dominierend. Da spielen aber charttechnische Faktoren eine geringere Rolle. Das sieht man hier auch sehr schön, denn es kommt hier immer wieder zu irgendwelchen Ausbrüchen auf der Ober- und Unterseite und somit Fehlausbrüchen, die man einfach charttechnisch überhaupt nicht fassen kann. Dann, wie gesagt, hier so ein Seitwärtsgeplänkel und dann so eine stramme Rallye nach oben, die sich überhaupt nicht abzeichnet in keinen Indikatoren. Da bitte nicht so sehr auf irgendwelche Unterstützung über Widerstände achten, sondern stärker auf das fundamentale Umfeld. Das ist hier entscheidend. Und da muss ich jetzt offen gestanden zugeben, weiß ich im Augenblick nicht, was beim BVB Sache ist. Bayern kauft den BVB auf, lese ich hier gerade. Ja, das wäre natürlich mal eine Knallermeldung, wenn hier der Uli mal so richtig wieder durchgreift und den Watzke ja, die Aktien wegschnappt. Das wäre der Klickbringer und die Story des Jahres, gar keine Frage, aber es sind, glaube ich, unbestätigte Meldungen im Augenblick. Glaube ich an einem Einstieg eines Investors bei E.ON? Ist hier eine Frage. Nicht so richtig. Ich habe auch davon gelesen, dass ein skandinavischer Investor offenbar Interesse hat an der E.ON. Und hier im Gespräch sind, glaube ich, 10% waren mal gelesen, hatte ich zumindest mal mitbekommen. Das hat hier bei der E.ON so ein bisschen für Auftrieb gesorgt zuletzt. Ja, jetzt ist hier offenbar gerade die Internetverbindung am Zusammenbrechen. Man sieht es hier aber auch, E.ON,
so richtig gefällt mir die Aktie nicht. Also wenn man sich einfach mal den Unterschied anschaut, in E.ON sind ja auch noch weiter die ganzen Risiken aus dem die Atommüll altlassen. Das Atomgeschäft hat man ja weiter bei E.ON drin. Das ist ja auch der große Unterschied letztlich zu RWE. Da hat man ja eine ganz andere Geschichte gemacht. Hier hat man ja bei Innogy quasi die erneuerbaren Energien letztlich gebündelt. Also das war die RWE-Strategie gewesen. Bei E.ON hat man ja versucht, eben ja, die erneuerbaren Energien, das Zukunftsgeschäft zu bündeln. Das ist an der Börse nicht ganz so gut ist auch aufgenommen worden. Also man sieht hier, der Unterschied zwischen dem RWE-Kursverlauf und dem E.ON-Kursverlauf ist sehr, sehr deutlich. Ich würde also weiterhin, ganz klar, ich muss mal eben was trinken. Ich würde weiterhin die RWE-Aktie ganz klar bevorzugen. Ob jetzt hier ein Investor einsteigt bei E.ON, pure Spekulation, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich ein paar Gemeinden, die bereit sind, ihren Anteil abzustoßen, wenn da ein gutes Gebot aufgerufen wird. Aber das sind immer wieder so Gerüchte, die rumgereicht werden, ob da was dran kommt. Kann letztlich keiner beurteilen. Ich würde eher auf die RWE im Augenblick setzen. Die gefällt mir durchweg besser. Ja, das soll es, glaube ich, gewesen sein für heute. Hier kommt gerade eine Info rein, dass ein Aufsichtsratmitglied zuletzt beim BVB immer wieder Aktien gekauft hat, also Insider-Transaktionen hier stattfinden. Das könnte den Kursanstieg rechtfertigen. Ja, sicherlich eine interessante Geschichte. Mal gucken. Ich gebe das mal Daniel mit für morgen. Vielleicht kann er sich dann noch mal ein bisschen schlauer machen, was beim BVB los ist. Ich würde mal sagen, das war's für heute gewesen. Hier noch die Orientierungsmarken. Bis zur kommenden Woche habe ich mal wieder alle aktualisiert. Spannende Geschichten im Augenblick. DAX am Abwärtstrend, Gold nicht am Abwärtstrend, aber vor einer möglichen Erholungsbewegung. Bund Future pendelt ähnlich hin und her wie die Aktienmärkte. Der ATX übrigens heute ausgebrochen, möchte ich noch mal kurz sagen, über den Widerstand hier bei 2415. ATX gefällt mir nach wie vor besser noch als der DAX. Schöne Geschichte in Österreich, die da in der Wiener Börse abgeht im Augenblick. Sieht sehr schön aus, jetzt aus charttechnischer Sicht auch schon. Ich hoffe, der DAX zieht jetzt nach und wir sehen dann jetzt die Jahresendrallye. Ansonsten viel Erfolg weiterhin. Und ja, bis zur nächsten Woche wieder. Schönen Abend und tschüss.